Hallo, mein Name ist Klaus Wördemann aus dem Produktmanagement bei Steinl. In dem folgenden Clip möchte ich euch die Integration und Konfiguration der Sensorinnenleuchte D2 in das Smart Friend System zeigen. Als erstes wählen wir den Montageort der D2 aus. In diesem Fall ist das das Treppenhaus. Durch das Stiftsymbol oben rechts in der Ecke gelangen wir in den Bearbeitungsmodus. Jetzt müssen wir auf weiteres Gerät hinzufügen klicken. Im nächsten Schritt geben wir einen Gerätenamen ein. Jetzt wählen wir den Hersteller aus und suchen unter Bezeichnung nach dem richtigen Produkt. Nun befinden wir uns im Anlernvorgang. Wie im Text beschrieben, betätige ich jetzt den Set-Knopf der D2. Wir sehen, dass der Anlernvorgang der D2 erfolgreich war. Für die Sensorinnenleuchte wurde automatisch eine Szene angelegt. Durch das Schriftsymbol oben rechts in der Ecke können wir diese bearbeiten. Wenn der Sensor der Innenleuchte Bewegung erkannt hat und die Helligkeit unterschritten wurde, die eingestellt werden kann, schaltet die Leuchte ein. Die Ausschaltverzögerung, die standardmäßig auf 180 Sekunden eingestellt ist, kann variabel angepasst werden. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Reichweite der D2 ebenfalls einzustellen. Dazu gehe in den jeweiligen Montageort, in unserem Fall Treppenhaus. Dann drücken wir auf das Einstellungssymbol oben rechts in der Ecke. Unter erweiterten Einstellungen haben wir jetzt die Möglichkeit, die Radarsensitivität einzustellen. So schnell und einfach ist die Integration der D2 in das Smart Friend System. In weiteren Clips zeigen wir euch die Möglichkeiten des Smart Friend Systems und die Integration anderer Steinl-Produkte.